Was geht ab, meine lieben Freunde? CZMX, Cricks am Start und ich bin mal wieder zurück mit einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar will ich euch im heutigen Video 5 geile Tipps und Tricks zum Smugglers Run DLC vorstellen, Leute. Also bleibt wirklich bis zum Ende dran, da sind echt nützliche Tipps und Tricks dabei. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt gleich auch schon direkt mit dem eigentlichen Video an. Aber bevor wir jetzt mit dem richtigen Video anfangen, Leute, wollte ich euch nur mal kurz die Information geben, dass ja gestern, also am Sonntag, kein Video auf unserem Kanal online kam. Dafür am Samstag aber 2, Leute. Das lag einfach daran, dass ich von Samstag auf Sonntag bei Richard war und für Sonntag es nicht mehr geschafft habe, ein Video auf diesem Kanal hochzuladen. Aber wie gesagt, deshalb gab es ja am Samstag dafür 2 Videos. Außerdem möchte ich euch hier nochmal die Information geben, dass wir wahrscheinlich morgen um 12 Uhr mittags live auf YouTube einen Stream zu dem neuen Fahrzeug oder zu dem neuen Flugzeug starten. Denn ihr wisst ja alle Bescheid, jeden Dienstag kommt dann immer ein neues Flugzeug bzw. ein neues Fahrzeug mit ins Spiel. Und dann dachten wir einfach, dass wir wahrscheinlich einen Stream auf YouTube streamen werden. Den Stream werden wir dann wahrscheinlich auch sogar mit Julek starten, Leute. Deswegen, falls ihr ihn noch nicht kennt, Link zu ihm findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann spätestens um 12 Uhr morgen im Livestream wieder. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, wir fangen jetzt auch schon direkt mit dem eigentlichen Video an. Der erste Trick für dieses Video ist, dass ihr eure Sterne verliert, wenn ihr in euren Hangar reingeht, Leute. Das heißt, falls ihr einen Hangar habt und irgendwann mal Sterne haben solltet, vielleicht auch mal kein Geld für Lester oder so und ihr vielleicht sogar in der Nähe eures Hangars seid, müsst ihr einfach zu eurem Hangar fahren, einfach reingehen und ihr werdet ganz normal die Sterne verlieren. Die Bullen können sogar direkt neben euch stehen, ihr könnt ganz normal in euren Hangar reingehen. Der nächste Tipp bzw. Trick für dieses Video ist auf jeden Fall das Flugzeughandling, Leute. Und zwar wisst ihr ja alle Bescheid, dass Rockstar Games jetzt mit dem Smugglers Run DLC eine neue Tuning-Option für alle Flugzeuge eingebaut hat, und zwar das Handling. Und zwar können wir jetzt mit dem Smugglers Run DLC sozusagen das Handling von unserem Flugzeug verbessern, Leute. Aber mein Tipp hier an der Stelle, verbessert euer Handling bei den ganzen Flugzeugen nicht. Denn ihr werdet es gleich hier auf jeden Fall nochmal im Video sehen, dass ich hier gerade mit der serienmäßigen Steuerung fliege und die Flugzeuge sich ganz normal lenken lassen, wie auch davor auch schon. Gleich werdet ihr das Ganze hier nochmal im Hintergrund sehen, und zwar habe ich mir gerade die Rennsteuerung auf mein Flugzeug drauf getunt und jetzt gebt euch einfach mal, wie schwer es ist, dieses Teil unter Kontrolle zu halten, weil die Lenkung einfach sehr, sehr empfindlich ist, Leute. Das heißt, wenn ihr Anfänger seid und nicht oft Flugzeuge fliegt, dann würde ich euch auf keinen Fall empfehlen, die Rennsteuerung drauf zu tunen. Wir dann auch schon zum nächsten Trick bzw. Tipp für dieses Video, Leute. Und zwar kann man jetzt einfach ganz normal, wenn man gerade mit einem Flugzeug unterwegs ist, aus der Luft sozusagen direkt in das Hangar reinfliegen. Ich werde es hier gleich nochmal im Video zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also schaut euch das Ganze einfach mal an. Ich bin hier gerade auf jeden Fall in der Luft mit einem Flugzeug unterwegs und dort vorne sehe ich auf jeden Fall schon mal meinen Hangar. Dann müsst ihr einfach nur vorm Hangar einmal kurz den Boden berühren und einfach in die Tür reinfliegen und ihr seht es, Leute, das Flugzeug fährt ganz normal in euren Hangar rein. Zur Sicherheit könnt ihr hier auch noch das rechte D-Pad dabei spammen, damit ihr auf keinen Fall verreckt oder so. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Vorteil, den man hier hat, denn man muss nicht immer auf der Landebahn landen und dann erstmal zu seinem Hangar fahren, sondern man kann einfach direkt in die Tür reinfliegen. Weiter geht's auch schon zum nächsten Trick, Leute. Und zwar wusstet ihr, dass in eurem Hangar versteckte Waffen rumliegen, Leute. Das heißt, ihr seht hier gerade im Hintergrund, ich habe hier die Sniper aufgehoben und im Waffenrad füllt sich dann die Munition auf, Leute. Aber die Sniper ist auf jeden Fall nicht die einzige Waffe, die hier oben liegt, sondern hier gibt es auch noch einen Lenkraketenwerfer, der liegt auch ganz hinten oben in eurem Hangar. Müsst ihr euch einfach mal anschauen, Leute. Falls ihr momentan kein Geld für Munition habt oder sowas, könnt ihr einfach mal in eurem Hangar die ganze Zeit eure Munition auffüllen. Kommen wir dann jetzt auch schon zum letzten Tipp für dieses Video, Leute. Und zwar können wir ja auf der Matesbank-Seite zwischen 5 verschiedenen Hangern wählen. Ein paar Hangar davon sind ganz normal auf dem Los Santos Airport und die anderen Hangar sind auf der Militärbasis. Und hier im Video zeige ich euch jetzt auf jeden Fall, welcher Hangar sich am meisten lohnt zu kaufen. Wir haben ja jetzt schon im letzten Tipps und Tricks Video festgestellt, dass zwischen den Hangern eigentlich gar keine Unterschiede gibt, Leute. Also falls ihr das andere Tipps und Tricks Video nicht gesehen habt, Leute, verlinke ich euch das jetzt oben rechts in die Infobox.
Infokarte. Checkt das auf jeden Fall ab. Da sind auch richtig geile und heftige Tipps und Tricks dabei. Jedenfalls lohnt es sich am meisten, diesen Hanger hier zu kaufen, Leute, wo gerade der Mittelfinger hier auf dem Bildschirm drauf ist. Und zwar ist dieser Hanger auf der Militärbasis, Leute, und von den drei Hangern auf der Militärbasis ist dieser Hanger der günstigste. Aber wir haben ja im letzten Tipps und Tricks Video festgestellt, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, irgendeinen Hanger auf der Militärbasis zu kaufen, da es zwischen den Hangern auf der Militärbasis und auf dem normalen Flughafen so gut wie eigentlich keinen einzigen Unterschied gibt. Aber Leute, es gibt da ein paar Unterschiede, und zwar, wenn ihr einen Hangar auf der Militärbasis besitzt, könnt ihr die Militärbasis ganz normal betreten, ohne Sterne zu bekommen, und außerdem öffnen sich alle Tore auf der Militärbasis, falls ihr mit einem Fahrzeug da reinfahren wollt. Aber das ist jetzt nicht der eigentliche Tipp, den ich euch hier in diesem Video verraten möchte, und zwar wissen wir alle Bescheid, dass in Zukunft auch noch der Laser mit ins Spiel kommt. Das ist der ganz normale Jet, den wir auch schon auf der PS3 hatten, und dieser wird ja 6 Millionen GTA-Dollar kosten. Und aus diesem Grund, Leute, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, den billigsten Hangar auf der Militärbasis zu kaufen, denn ihr wisst Bescheid, Leute, man bekommt keine Cops, wenn man die Militärbasis betritt, wenn man dort auch einen Hangar besitzt, und das ist der Grund, warum ihr euch dort den billigsten Hangar kaufen sollt. Denn ihr habt auf der Militärbasis den Laser, der die ganze Zeit spawnt, die ganzen Panzer, die Militärfahrzeuge, und das alles habt ihr bei den normalen Hangern am Flughafen halt nicht. Jetzt denkt ihr euch aber, wow, dann habe ich auf dem Laser gar keine Tuning-Möglichkeiten, Leute. Aber der bekannte Modder Foxy Snaps hat bekannt gegeben, welche Tuning-Möglichkeiten wir dann auf dem Laser zur Verfügung haben, Leute. Ich blende euch hier gleich auf jeden Fall nochmal ein Bild ein. Und zwar sind das halt ganz normal die Lackierungen. Sonst werden wir nichts auf dem Laser drauf tun können. Deswegen, Leute, lohnt es sich auf keinen Fall 6 Millionen GTA-Dollar für den Laser auszugeben, wenn man sich einfach einen Hangar auf der Militärbasis kaufen kann und diesen dann auch kostenlos benutzen kann. Aber ja, das waren auf jeden Fall alle Tipps und Tricks, die ich euch für heute mitgebracht habe, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch dieses Format gefällt. Bei circa 300 Likes kommt auf jeden Fall demnächst noch so ein Tipps und Tricks Video. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, haut nochmal unten in die Kommentare rein, welcher Tipp bzw. Trick euch am besten gefallen hat, Leute. Kurz vorm Ende nochmal, ich bin etwas müde und deswegen höre ich mich so komisch in diesem Video an. Deswegen macht euch auf keinen Fall irgendwelche Sorgen oder so. Ich habe einfach die letzte Nacht kaum geschlafen und deshalb hört sich meine Stimme in diesem Video so an. Und das soll es dann auch schon wieder mit dem Video gewesen sein, meine lieben Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns jetzt oben rechts auf dem Profilbild abonnieren. In der Mitte links und in der Mitte rechts findet ihr unsere letzten beiden Videos und unten in der Videobeschreibung findet ihr alle unsere Social Media Links, Leute. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.